Es ist eines der wichtigsten Bilder, die je gemalt wurden. Das schwarze Quadrat von Kasimir Malevich. Es wird auch bezeichnet als die Mona Lisa des 20. Jahrhunderts und die Ähnlichkeit ist ja echt kaum zu übersehen. Ja, also das kann ich auch. Safe, aber hättest du dich vor 100 Jahren nie getraut? Du Dulli, selber Dulli. Damals, 1915, war das schwarze Quadrat eine heftige Provokation, denn es ist eines der ersten richtig abstrakten Bilder. Bei der ersten Ausstellung hat Malevich das dazu noch oben in die Ecke gehängt und das war eine echte Ansage, weil normalerweise da Heiligenbilder hängen. Guck mal, Gott. Das schwarze Quadrat ist so wichtig, weil es so radikal abstrakt ist. Warum muss Kunst immer gegenständlich sein? Also Bäume oder Häuser darstellen? Man kann so viel mehr malen. Zum Beispiel ein Dreieck. Genau das hat Malevich dann auch gemacht.